In diesen Jahren wird häufig über die Entvölkerung von Altstädten, von Stadtzentren gesprochen. Man kann dieses Phänomen allüberall beobachten. Ich frage mich, warum man sich darüber beklagt. Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen, sagten schon die alten Römer. Wenn ich mich nicht täusche, kamen die Ladengeschäfte in Altstädten, in Stadtzentren seit dem 19. Jahrhundert auf. Vorher lebten, wohnten da vor allem Leute und sie hatten ihre Werkstätten als Bäcker, als Schmied und so weiter. Warum nicht überlegen, wie wir heute so Stadtzentren beleben könnten, ohne nur auf Geschäfte, auf Läden zurückzugreifen? Ich versuche das am Beispiel von Olten in der Schweiz, aber das kann sicher auch andere Städte irgendwie inspirieren. Ich habe mich an den Megatrends orientiert, wie sie heute wissenschaftlich anerkannt sind. Und bin zu folgenden Schlüssen gekommen, und zwar ganz konkret mit dem Megatrend der Konnektivität. Konnektivität im Medienbereich und überhaupt verweist weitgehend auf soziale Verbindungen durch Kommunikationssysteme. Konnektivität hat zusätzliche soziale und kulturelle Auswirkungen. Die wachsende Rolle der sozialen Medien im Alltag bildet die Grundlage für die Vernetzung im 21. Jahrhundert. Können Sie sich nicht vorstellen, dass in der Altstadt von Olten zum Beispiel ein Zentrum für Konnektivität heute entsteht? Verteilt über verschiedene dieser alten historischen Gebäude. In diesem Zentrum für Konnektivität hätte es dann verschiedene Ressorts. Zum Beispiel ein Zentrum für Computermedizin. Ein Zentrum für globalisierte Konnektivität. Ein Zentrum für die Kombination verschiedener Verkehrsmittel, ganz konkret. Ein Zentrum für die Verbindung von Konnektivität mit ökologischer Energie. Ein Zentrum für die umfassende Konnektivität zur internationalen Wissenskultur. Auch ein Zentrum für Projekte von New Work bei der Konnektivität. Wir stellen also die Konnektivität in verschiedenen Bereichen vor. Und nicht nur das, ganz konkret, auch physisch konkret, können wir uns zum Beispiel vorstellen, dass hier in dieser Altstadt von Olten auch viele Möglichkeiten der konkreten Begegnung zwischen den Generationen, zwischen den verschiedenen Gruppen, mit den Angehörigen und so weiter geschaffen würden. Dass es hier Möglichkeiten gäbe für den individualisierten Zugang zur Konnektivität. Die Frage, wie können wir geschlechtsunabhängige Konnektivität garantieren? Und auch die Frage oder die Fragen, die die Intimsphäre in der Konnektivität betreffen. Wie können wir diese Intimsphäre schützen? Wir sehen, auch die Frage von Schulungsangeboten für Konnektivität, insbesondere auch für ältere Personen.
Man kann sich noch viel mehr Möglichkeiten vorstellen. Aber schon nur diese Beispiele zeigen, wie diese Altstadt von Olten neu belebt werden könnte. Mit einem neuen, modernen, zeitgemäßen Bereich. Ich hoffe, mit diesem Video dazu einen Anstoß geben zu können, damit etwas ins Rollen kann, braucht es aber viele mit vielfältigen Interessen und Fähigkeiten. Gehen wir diesen Weg gemeinsam. Vielen Dank.